Basilikumsorten im Vergleich. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Wenn ihr euch erinnert, wir haben im Frühjahr 3 Sorten Basilikum angesät und wir haben gesagt, wenn sie soweit sind, wenn sie groß genug sind, wenn sie vielleicht blühen, dann zeigen wir sie euch und vergleichen die Pflanzen und die Sorten mal. Bevor ich euch jetzt die einzelnen Pflanzen zeige, noch ein paar allgemeine Worte zum Basilikum. Basilikum wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend bei Gelenkschmerzen, kann den Magen beruhigen und antibakteriell wirken. Es ist auch eine gute Quelle für Vitamin K, Calcium, Eisen und Beta-Carotin. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal die einzelnen Sorten an, wie die Pflanzen ausschauen. Das hier ist jetzt das, ich nenne es mal klassische normale Basilikum. Schönes, kräftiges Grün mit den großen, ovalen, rundlichen Blättern. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Wie die Sorte jetzt ganz genau heißt, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ich nenne es jetzt einfach mal dieses klassische Basilikum. Es hat auch schon geblüht. Wir haben jetzt nur schon öfter mal davon geerntet. Einige Blätter oder ein Großteil sogar haben wir heuer mal getrocknet. Normalerweise frieren wir Basilikum immer ein, also schneiden es klein. Zum Beispiel mit der Kräuterschere geht es recht fix und frieren es ein. Aber weil wir noch viel Eingefrorenes haben, aber so schönes Basilikum, haben wir jetzt doch einiges getrocknet und auch schon Gewürzgläser voll getrockneten Basilikum. Dieses normale, klassische Basilikum hat weiße Blüten. Da blende ich gleich mal ein Foto ein, weil aktuell blüht es ja nicht mehr. Sieht wunderschön aus, wenn das blüht. Das hier ist jetzt das mexikanische Zimtbasilikum, das wir in diesem Jahr das erste Mal ausprobiert haben. Die Samen waren in dem Samen-Adventskalender, den wir letztes Jahr auch im Shop hatten. Da haben mich auch schon Fragen erreicht, ob es so einen Adventskalender in diesem Jahr wieder geben wird. Ja, wird es geben. Wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr auch rechtzeitig Bescheid, dass ihr euch da einen zulegen könnt. Auch als Geschenk natürlich super geeignet. Das mexikanische Zimtbasilikum hat ihren Namen natürlich zu Recht, denn es schmeckt wirklich, wenn man es kaut, sehr intensiv nach Zimt und ja auch ein bisschen Richtung Anis. Also hat eigentlich vom Geschmack her im ersten Moment zumindest nicht ganz so viel mit Basilikum gemein. Aber wenn man ein bisschen da so drauf rumkaut, dann kriegt man wirklich so eine Mischung aus Basilikum, Zimt und ein bisschen Anis. Und dadurch, dass es eben auch nach Zimt schmeckt, eignet es sich natürlich besonders gut für Süßspeisen, auch zum Beispiel im Quark oder so. Ich nehme es aber auch gerne immer mal wieder im Salat, weil das einfach mal eine ganz andere Note ist. Passt aber echt wunderbar zusammen. Müsst ihr echt mal ausprobieren. Ihr seht hier, die Blüten, die sind lila. Das sieht echt toll aus. Und auch die Blattadern und der Stängel, die haben eine lila Färbung. Also die ganze Pflanze, die sieht einfach, also ich weiß nicht, richtig edel aus. Mir gefällt die richtig gut. Die Blätter vom mexikanischen Zimtbasilikum schauen jetzt ganz anders aus als die Blätter vom normalen Basilikum. Die sind spitzer und auch diese Blattadern, diese Einkerbungen, die man da sieht, die sind also deutlicher zu sehen einfach. Also ich denke, diese Sorte werden wir nächstes Jahr auch wieder ansäen. Und wieder ganz anders sieht das heilige Basilikum aus. Das ist diese Pflanze hier. Die hat deutlich kleinere Blätter, sind auch recht rund und nicht so spitz zulaufend wie beim Zimtbasilikum, aber ovaler und kleiner natürlich als beim normalen Basilikum. Die Stängel sind auch ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen lila gefärbt, aber hauptsächlich trotzdem grün. Und vor diesem heiligen Basilikum haben uns einige von euch schon im Vorfeld gewarnt, in Anführungsstrichen, weil dieses Basilikum recht herb ist und den meisten Leuten eigentlich nicht so schmeckt. Also muss ich leider zustimmen und schmeckt es tatsächlich nicht ganz so gut. Das heilige Basilikum ist aber eine sehr bekannte und geheiligte ayurvedische Heilpflanze, nennt sich auch Tulsi. In Indien hat man die gerne in den Tempelanlagen gepflanzt
und sogar verehrt und eben als Heilpflanze verwendet. Da hat man hauptsächlich die Blätter als Tee gekocht und eingesetzt bei Verdauungsproblemen oder Schwächen des Immunsystems, gegen Stress, zur inneren Wärmebehandlung und auch um den Cholesterinspiegel zu senken. Tulsi als Gewürz wird häufig in der thailändischen Küche verwendet und da vor allem für verschiedene Curries. Vom Wuchs her, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns so ist, die wächst recht langsam, ist auch relativ klein, steht aber auch im Gegensatz zu den anderen ein bisschen schattiger. Also es kann auch daran liegen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Habt ihr auch verschiedene Sorten Basilikum im Garten? Wenn ja, welche Sorten habt ihr denn angesät? Schreibt mir das doch bitte gerne mal in die Kommentare. Ein paar Worte über eure Lieblingssorten, warum ihr die Sorte besonders gern mögt und wie ihr sie verarbeitet. Wenn euch die Infos des Videos gefallen haben, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Gartenmoni-Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Schaut mal bei uns im Shop vorbei und abonniert auch unsere Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kerstin.